Hallo und herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Heute bin ich zu Gast bei Weltenbummler Johann Greiter. Herr Greiter, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Gerne. Herr Greiter, Sie sind seit 40 Jahren sitzen Sie im Rollstuhl, sind auf den Rollstuhl angewiesen. Aber das hält Sie nicht davon ab zu reisen. Sie haben mehr als 50 Länder besucht. Warum? Ja, das ist Neugierde. Also man hat ja in der Schule schon immer viel mitgekriegt. Damals hat es noch Erdkunde geheißen. Und ich habe mich schon damals immer interessiert für die Länder. Und dann haben wir gesagt, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Und ich habe aber damals noch nicht geglaubt, dass ich es umsetzen kann. Und heute ist es so, dass ich vieles davon umgesetzt habe. Und mit jedem Land, was man entdeckt hat, kommt eine neue Neugierde auf. Also die ist unendlich bei mir anscheinend. Und deswegen bin ich auch viel unterwegs. Aber warum hat Sie das nie abgehalten, dass Sie im Rollstuhl sitzen? Weil ich denke mal, für viele ist es wahrscheinlich, wäre das eine Hürde, so viel zu reisen, dass man sagt, ich bin auch noch dann alleine unterwegs, ob ich das alles schaffe. Ja, ich könnte jetzt sagen, mit dem Rollstuhl ist man mobil, ganz. Aber das ist doch ein bisschen übertrieben. Aber es ist schon so, also ein Reisen im Rollstuhl ist sicherlich anstrengend, aber es macht auch ja, in einer gewissen Weise mobil. Man kommt auch an Dinge hin, die man normalerweise als Fußgänger nicht sieht, weil man Umwege gehen muss. Und das hat dann auch schon wieder mal einen Vorteil. Gell? Also ich sehe das schon praktisch. Zum Beispiel, was haben Sie schon gesehen, wo Sie gesagt haben, war cool, das hätte ich jetzt so nie entdeckt als Fußgänger? Oh, da muss ich jetzt richtig nachdenken. Aber ich war zum Beispiel in Kanada und da haben sie mich in ein Museum geführt. Und da musste ich durch die Hintereingänge durch, weil der Haupteingang gerade restauriert wurde. Mhm. Und da bin ich dann so in die Asservatenkammer durch. Und ich muss sagen, also war faszinierend, die war fast schöner als das, was man im Museum gesehen hat. Weil das Museum selber, das war so ein Schnelldurchgang. Mhm. Und in der Asservatenkammer, da muss man langsam, weil man aufpassen muss, dass man da irgendwo aneckt oder sonst. Das war doch interessant. Mhm. Seit den 80ern haben Sie ja jetzt bis Ende 2017 Reisen getestet auf Barrierefreiheit. Das ist ja eigentlich ein Traum, oder? Weil Sie wurden ja fürs Reisen bezahlt. Das ist sicherlich wahr, das ist ein Traum. Aber ich habe nicht nur Reisen getestet, nein, ich habe auch Hotels getestet, habe Hotels begutachtet, habe auch Beratungen gemacht in diesem Bereich und mache es eigentlich jetzt fast nicht mehr. Also letztes Jahr habe ich noch was gemacht, aber dann war jetzt Schluss für mich. Mhm. Aber Sie sagen das schon richtig, also wenn man ein Hobby mit dem Beruf verbinden kann, halt, ist das eine tolle Sache. Ist eine Glückssache. Mhm. Was haben Sie da so erlebt? Also wie waren die Zustände, gerade auch vielleicht Unterschiede in den einzelnen Kulturen? Ich könnte mir vorstellen, zwischen Europa und jetzt zum Beispiel Südafrika ist wahrscheinlich eine Riesenkluft, oder was Barrierefreiheit angeht. Ja, also Südafrika bin ich jetzt nicht unbedingt gewesen, aber Nordafrika war schon ein Erlebnis als solches. Also ich war in der Sahara und ich war in Marrakesch. Und habe mir also viele Dinge angeschaut, wo normalerweise nicht barrierefrei sind, muss man sagen. Aber aufgrund dessen, dass ich halt auch mit dem Filmteam unterwegs war, habe ich das Glück gehabt, dass ich halt gerade da Dinge erleben durfte, die für einen Rollstuhlfahrer nicht unbedingt so selbstverständlich sind. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist einfach fantastisch. Oder Ägypten. Was ich in Ägypten gesehen habe, bin ich durch die Sinai mit dem Kamel geritten, weil mir jemand erzählt hat, er hat ein barrierefreies Kamel. Und ich habe das, naiv wie ich bin, habe ich es geglaubt. Okay. Dann bin ich da drin gesessen und habe gewartet, bis das Kamel kommt. Dann habe ich da in der Entfernung habe ich eine Rampe gesehen. Und dann denkt er, da komme ich bestimmt mit einem Rollstuhl auf und dann werde ich umgesetzt, um aufs Kamel steht. Von wegen. Die haben mich geschnappt, haben mich neben das Kamel ist runter. Und dann hat der zweite Begleiter hat dann mich an die Arme genommen und hat mich hochgezogen aufs Kamel. Der andere hat nachher meine Füße rübergeschlagen und bis ich geschaut habe, war ich oben.
Ich war noch nie auf dem Kamel gesessen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt gehen wir los. Mhm. Und dann bin ich so 500 Meter, da habe ich gedacht, das ist Wahnsinn, das halte ich nicht aus. Und dann hat er gesagt, du musst Wasser trinken. Dann habe ich gesagt, wie soll ich Wasser trinken? Ich bin beschäftigt, dass ich mich festhalte. Mhm. Dann hat er gesagt, das kommt schon noch. Und es ist wirklich so gewesen. Ich bin nach so 1,5 Kilometer, bin ich schätzungsweise, ohne dass ich mich gehalten habe, auf dem Kamel gesessen, weil das so ruhig läuft, dass man gar nicht so diese Schlingerbewegungen hat. Und man redet ja immer vom Wüstenschiff. Also ich bin nicht seekrank geworden da oben. Es war fantastisch. Das Einzige, was halt spannend war, das haben wir da ins Gebirge rein. Da sind wir so gewisse schmale Pfade, da ist links und rechts runtergegangen, aber wenn sie da runterhalten, dann bist du weg. Mhm. Ja, aber irgendwo hat es mich nicht gestört und jetzt war irgendwie ganz was anderes. Und man kommt dann zurück und sagt, wow, das war's wieder. Ja. Das sind kleine Dinge, aber machen riesen Spaß und man ist einfach glücklich dann hinterher. Ich bin gespannt, was Sie gleich noch für Geschichten erzählen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Hallo zurück hier beim Stadtgespräch. Heute mit Johann Greiter. Er hat über 50 Länder bereist und das mit dem Rollstuhl. Herr Greiter, Sie haben ja vorhin gerade schon erzählt, dass Sie Hotels auch getestet haben auf Barrierefreiheit. Was muss sich denn da noch verbessern weltweit? Wie ist da Ihr Eindruck gewesen in den ganzen Ländern? Ja, man, das Problem liegt eigentlich darin, dass wir unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ich meine, wir haben in Deutschland natürlich immer sehr verwöhnt, was die Norm angeht. Und es ist halt so, in Italien zum Beispiel ist es schon wieder ganz anders. Oder ich habe jetzt vor kurzem eine Broschüre gesehen von Tunesien oder auch von Ägypten oder Türkei. Schaut alles ganz anders aus. Und da muss ich mich halt auch umstellen, weil wenn ich hier auf die Toilette gehe, dann habe ich die Möglichkeit, unter Umständen links und rechts an die Toilette ranzufahren. In der Türkei habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, bloß vorne, vor die Toilette zu fahren, mhm, und umzusetzen. Was natürlich immer ein Problem ist. Und ich habe dann diesen Raum zur Verfügung, den ich normalerweise bräuchte. Aber das ist wiederum was Positives, wenn man will. Man lernt zu improvisieren. Und durch die ganze Improvisationskunst werden sie natürlich, was das Reisen angeht, auch viel flexibler. Und man traut sich mehr und man macht sich nicht so viel Kopf über das, ob es geht oder nicht geht. Mhm. Man stürzt sich einfach rein ins Abenteuer und ist dann glücklich, wenn es funktioniert hat. Sie haben ja dann den Reiseveranstaltern immer Feedback gegeben, wie die Hotels dort waren oder auch die Reise. Konnten Sie da in den vielen Jahren was verändern dann? Also können Sie heute sagen, da hat sich echt was getan in der Branche? Es hat sich sehr viel getan, muss ich schon sagen. Also wie ich angefangen habe hier in Stuttgart auf der Messe, da war am Anfang so gut wie nichts bekannt über barrierefreie Quartiere, Hotels, Regionen, die barrierefrei sind. Inzwischen, wenn ich ins Internet gehe, finde ich fast überall was, wo barrierefrei ist oder wo ein Angebot da ist. Und manchmal ist es auch bloß ein Hotel mit einem Zimmer, aber es ist genau das, was man braucht gerade. Mhm. Und es ist dann schon eine Freude, wenn man dann feststellt, eigentlich kann ich überall hinfahren. Mhm. Ja. Es ist natürlich nicht alles hundertprozentig, aber man kriegt schon mehr Flexibilität, man kriegt mehr Möglichkeiten angeboten, zum Reisen, und das ist schon eine tolle Geschichte, finde ich. Klar, es muss immer noch viel getan werden. Das Problem liegt natürlich auch darin, dass die Informationen meistens nicht so rüberkommen, wie wenn Sie unterwegs sind. Wenn Sie sagen, ich fahre nach München, ich gehe in das Hotel des Kölner, und dann ist es erledigt. Mhm. Ihnen ist es völlig egal, ob die Toilette okay ist oder ob Sie duschen können oder ob Sie in die Badewanne können. Das ist mir natürlich nicht egal. Da muss ich nachschauen. Mhm. Und da habe ich natürlich unter Umständen auch durch die neuen Portale die Möglichkeit, dass ich mich anhand von Bildern schon ein bisschen informieren kann. Mhm. Komme ich da zurecht oder komme ich nicht zurecht? Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn Sie jetzt fliegen und Sie sind ja viel alleine unterwegs auf Reisen?
wie kommen Sie denn überhaupt ins Flugzeug? Ich fliege selber auch viel, aber ich habe noch nie gesehen, wie ein Rollstuhlfahrer ins Flugzeug kommt. Es ist einfach, ja, schön. Es funktioniert wunderbar. Und zwar, ich melde mich an, entweder das Reisebüro, die wissen ja dann, dass ich Rollstuhlfahrer bin. Mhm. Die geben dann an die Fluggesellschaft weiter. Da kommt der Charlie, so ist unser Spitzname als Rollstuhlfahrer. Und dann, wenn ich am Flughafen bin, dann gibt die am Counter das melden, dann kommen Leute, holen mich ab und bringen mich zum Flieger und setzen mich ins Flugzeug mit einem On-Board-Rollstuhl, bringen die mich in die Sitzreihe und dann werde ich ans Fenster gesetzt. Grundsätzlich immer ans Fenster. Das hat ja auch einen Vorteil. Wenn man als viele wollen einen Fensterplatz, ich kriege ihn automatisch. Warum? Was ist der Vorteil für Sie, wenn Sie am Fenster sitzen? Wenn ich in der mittleren Reihe sitzen würde, dann müssten die Passagiere über mich drüber steigen. Ach klar, ja. Okay. Und das macht keinen Sinn. Mhm. Also ich fliege gerne, weil es problemlos ist für mich. Das Problem geht höchstens dann an, wenn ich einen längeren Flug habe und müsste auf die Toilette. Oh, wie löst sie das dann? Das verrate ich Ihnen nicht. Dann lassen wir das hier mal so stehen. Wo geht Ihre nächste Reise hin? Ja, die nächste Reise geht jetzt dann nach Dubai und mache Schiffsreise, also ich fliege nach Dubai und dann in Dubai gehe ich aufs Schiff und dann geht es nach Muscat und dann geht es nach Bahrain, von Bahrain geht es nach Abu Dhabi und dann wieder zurück nach Dubai. Wow. Bin ich 7 Tage unterwegs, davon 3 Tage in Dubai. Also da freue ich mich schon riesig drauf. Schön, dann wünsche ich Ihnen eine ganz tolle Reise. Viele weitere tolle Erlebnisse auf Ihren Reisen, dass Sie noch viel sehen von der Welt. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht reisen Sie in Zukunft auch mit einem anderen Blick und wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Danke.